Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Martin, hier dreht sich alles ums Thema Volleyball und heute gibt es mal wieder eine Erwärmungsübung von mir. Bleibt dran, schaut es euch an. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich begrüße euch. Heute gibt es mal wieder ein kleines Erwärmungsspielchen von mir. Wir teilen die Teilnehmer in zwei Gruppen, die gegeneinander spielen nach Punkten. Und folgende Aufgabe ist zu erfüllen. Die Spieler müssen einen Ball selbst als Angriffsschlag ins Netz schlagen, diesen Ball sichern, also hochbaggern und dann ein Zuspiel auf einen Korb machen. Und wenn sie diesen Korb treffen, bekommt das Team einen Punkt. Und welches Team als erstes die vorgegebene Anzahl an Punkten sammelt, gewinnt. Schaut es euch an. Wir haben hier mehrere Kurzsätze gespielt. Im ersten Satz musste der Ball auf der Position 2 ins Netz geschlagen werden und gesichert werden. Und dann erfolgte das Zuspiel in Richtung Position 4. Ich hatte hier extra eine Linie in der Mitte des Feldes gezogen, hinter der das Zuspiel stattfinden muss, damit es als Treffer zählt. Im zweiten Durchgang haben wir das Ganze spiegelverkehrt gemacht, das heißt den Angriffsschlag auf der Position 4 ins Netz und dann das Zuspiel Richtung 2. Und im letzten Durchgang haben wir dann habe ich festgelegt, dass das Zuspiel hinter der 3-Meter-Linie erfolgen muss. Das heißt, der Ball wurde ins Netz geschlagen, musste dann gesichert und quasi zurück hinter die 3-Meter-Linie gebaggert werden. Die Spieler mussten hinterherlaufen und dann quasi von hinter der 3-Meter-Linie ein Feldzuspiel auf den Korb machen. Okay, Leute, ich hoffe, es ist was für euch dabei gewesen. Für mich war einfach wichtig, dass wir viele verschiedene Aktionen drin haben. Das heißt, wir haben einen Angriffsschlag drin, wir haben einen Bagger drin, wir haben ein Zuspiel drin. Ja, und das Ganze auch noch als Wettkampf. Also man kann versuchen, das Ganze möglichst schnell zu agieren oder besser auf Qualität achten. Ich habe auch diese halbe Drehung drin, diese Ausrichtung zum Korb. Also ein bisschen Koordination nochmal zusätzlich, sodass das durchaus fordernd ist für die Spielerinnen und Spieler. Wir haben hier Kurzsätze gespielt bis 10 Punkte. Ihr könnt das natürlich auch nach eigener Vorgabe machen. Und genauso, wie ich schon häufiger erwähnt habe, wenn ihr keine Körbe zur Verfügung habt, dann nehmt einfach einen Spieler, den ihr auf einen Kasten stellt oder einen Ring auf den Boden legt, wo der Spieler drin stehen bleiben muss, wenn er den Ball fängt. Oder sucht euch einfach ein anderes Ziel, was getroffen werden muss, um eben quasi ja, eine Punktezählung zu ermöglichen, also irgendein Ziel zu haben, was eben als Treffer oder dann eben als Nichttreffer gewertet werden kann. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, tschüss und bye bye, euer Martin.